Oh, geil. Schwertklingen. Gut, das andere können wir eigentlich auch so verkaufen. Wartet mal kurz. Zuck, 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 zuck. Das verkaufe ich, das verkaufe ich. Und das. Ach, ist doch egal, weil ich habe das T5 L-Ruhr, dieses normale, das brauche ich eh nicht. Ich weiß, ich hätte es auch so verkaufen können. Aber. Egal. Oh, Helga Streikkolben. 12 Gold, 12 Gem. Boah, die ist gut. Das ist, glaube ich, von Helga. Ich glaube, das ist von Helga. Krass. Ja, 70er Stab, das wird, Zepter wird halt sehr schwer, dass wir es erreichen. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir das denn endlich machen. So, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal die Riesenpixies machen, damit wir das halt nicht mehr machen müssen. Später halt. Und da haben wir. Oh, hier sind ja viele Grünlinge. Oh, hier hätten wir mal hingehen müssen. Oh, sieht. Guckt euch das so mal an. So. Geh mal kurz hier hin. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass. Ah, verdammt. Oh, kommt schon. Da, also, ganz ehrlich, das gibt's ja gar nicht. Toll. Oh, das ist aber ärgerlich. So. Und das Problem ist, naja, was heißt das Problem, aber unsere Pets, die sammeln halt, oh, wie viele Grühlinge hier sind, das ist der Wahnsinn, ey, hätten wir es nicht vorher mal sehen können. Gut, ich weiß, sie hatten auch eine gute Stelle gehabt, so ist er nicht, aber dass auf einmal so viele, oh, da haben wir den legendären Baum. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir den machen müssen. Oh, das ist so nervig mit den Viechern, ne? Na, kommt schon. Bumm. Sehr gut. Also, sie haben im Prinzip auch gar kein, nichts zu melden, weil die entfernen es einfach viel zu stark. Also, und das Gute ist, die spawnen halt relativ schnell. Das ist gut. Also, die Quest macht. Also, ich finde, die Questreihe war immer am coolsten. Hat mir am meisten Spaß gemacht. Weil man ist sehr schnell, hat sehr schnell gelevelt und ja, die Quest ging auch schnell, hat man auch schnell erledigt bekommen und jo. Oh, hier sind viele grüne Pixies. Krass. So. Ich glaube, die Grünlinge machen den Blödsinn mit den Dings. Ne. Wir haben ihn. Oh Gott. Wie viel Glück kann man haben? Ah, das ist ja krass. Oh, das ist cool. Ich hätte ja nicht gedacht, dass man es von denen bekommt. Ich dachte, man müsste halt irgendwie. Deswegen bin ich auch. Gestern war ich ja auch kurz im Turm von Isir und ich dachte, ja, vielleicht gibt es ja dort das, was wir bräuchten, aber. Naja, viel Anzeige, ne? So, das andere wird natürlich eine Kleinigkeit werden, weil wir uns das kaufen können. Ich glaube, wir brauchen das ganz normale und trübe. Wir könnten auch rein theoretisch auch. Aber komm, wir bekommen, wir haben ja auch, wir müssen ja auch ein 70er Verlies. Da gehen wir auch gleich hin. Und da kriegen wir auch reichlich, wenn wir halt. Hallo, komm mal wieder zurück. Also, ehrlich, na gut. So, also Trumpf, das ist auch ein Verlies. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn wir jetzt da gleich questen werden. Weil das macht richtig Bock. Das ist so richtig eine Herausforderung, weil die Monster halt machen sehr viel Schaden. Und das ist mir ein bisschen zu nah an dem kleinen Miniboss. Boah, ich dachte, der kommt schon. So. 16 Stück noch.
Und wir wurden gestunt. Sehr cool. Aber das ist so nervig, ne? Oh, sehr gut. So. Oh, das bringt viel. Oh, das ist effektiv für diesen Pool. Der ist richtig krass. So. Oh, die ziehen ab, die ziehen ab. Das ist egal, weil wir brauchen ja Riesenpixel und nicht die Grünlinge. Bumm. Sehr gut. Sechs Stück noch und dann haben wir es auch endlich geschafft. Mal gucken, ob die sterben wird. Fünf Stück noch. Und das ist nämlich das Problem. Also das Inventar ist auch sehr, sehr schnell voll, wenn man halt ja automatisches Einsammeln aktiviert hat bei seinem Pad halt. Wir gehen mal kurz so hin. Boah, sind das viele Grünlinge. Boah. Und alle down. Sehr gut. Und die Quest haben wir so gut wie fertig jetzt. Ja. Und dann haben wir es auch geschafft. Sehr gut. Perfekt. Können wir den aktivieren? Hallo? Ach, verdammt. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Egal, gut. Jetzt haben wir die hier fertig. Dann könnten wir rote Findlinge machen. Da können wir auch nebenbei die Dings machen. Rote Findlinge und Herzstrümpfe können wir gerne machen. Wir könnten. Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt hier hin, weil dort haben wir nämlich auch blaue Kreuzstrümpfe und die roten Findlinge. Ich denke mal, da sind wir halt, glaube ich, besser aufgehoben, wenn wir das machen. Und Herzstrümpfe, das geht ja auch sehr schnell vorbei, weil die sehr. Also da gibt es sehr viele davon. Von daher ist es ja eine Leichtigkeit, die Quest abzusolvieren oder wie auch immer. So, und hier sind ist auch ganz gut, dann sind wir auch schon bei dem Verlies. Das passt auch richtig gut. Da können wir es eigentlich auch danach machen. Also ich hätte am liebsten noch gern eigentlich einen Buff mir geholt, aber ich denke mal, normale Buffs müssen erstmal. Oh, Flammenberge. Oh, ein 70er eine Hand. Zwei Hand. Nein, ich werfe das weg. So, hallo. Gut, dann gehen wir mal hinten hier lang. Wo war nochmal das Portal? Das war hier, genau. Hier geht's zu diesem einen, zu der geilen Instanz. Also das ist, finde ich schon schade, dass keiner danach sucht. Aber ja, vielleicht irgendwann spontan kommst du zu einem Ereignis, dass das jemand machen möchte. Und wir zusammen denn? Also wir zu zweit das machen. Also ich denke mal, es geht schon klar. Also ich würde halt Damage ziehen. Und ein Kleriker wäre auch nicht schlecht. Aber ein Damage-Dealer, ne? Das wäre so. Da müssen wir mal gucken, wie ich. Oder muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Boah. Das sind viele Mobs. Wartet. Oh nein, die laufen alle weg. Oh nein. Egal. So, also ihr seht, die Quest mag ich, also die Monster hier, die mag ich sehr gerne zu töten. Aber hier so viele sind, das ist so eine Erleichterung, wäre das überall, wenn man so Mobs braucht, von denen man sehr viele braucht und die halt so gut vertreten sind. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Fünf Stück bräuchten wir noch. Und mir fällt auch gerade ein, es gibt auch eine wiederholbare 100er Quest, wo man halt immer Schnecken töten muss. Und ich glaube, da braucht man nur einen Pool und hat man es schon fertig. Und darauf habe ich auch Lust, weil da kann ich halt poolen. Oder ich sag mal so, da finden sich immer Leute an, die das auch machen wollen. Und ja, das geht auch sehr schnell. Ist ziemlich ekelhaft, die Quest, weil man sehr lange dafür braucht, bis man Level up ist oder bis man